Kulturservice und im Namen unseres Bürgermeisters herzlich dazu begrüßen und es nun offiziell eröffnen. Wir haben uns für dieses Donauinselfest gedacht, auf der Festbühne einmal ausschließlich höchste musikalische Qualität zu liefern, und zwar von Beginn bis zum Ende des heutigen Abends. Es macht sich also bezahlt, hier bei uns zu verweilen, zu lauschen und sich zu freuen. Und gleich der erste Act, den wir Ihnen anbieten hier auf der Bühne, ist ein Act von ganz hoher musikalischer Qualität. Seit 14 Jahren besteht die Gruppe, die Hubert Waldner gegründet hat und die er damals schon den Namen Hypersax gegeben hat. Und die spielt nun die nächsten 90 Minuten für Sie. Hypersax. Und, meine Damen und Herren, zum ersten Mal in der Geschichte dieser Formation spielen die Mitglieder der Formation zusammen mit einem großen Symphonieorchester, das ich herzlich begrüße heute bei uns. Lauter junge Leute aus dem Wiener Musikgymnasium und aus der Wiener Musikhochschule unter der Leitung von Georg Kugi. Da sind schon noch ein paar Onkeln und Tanten dabei, nehme ich an, da unten. Ich freue mich sehr, Sie werden einen tollen Musikgenuss haben in den nächsten 90 Minuten, denn Hubert Waldner hat eingeladen, natürlich auch eine Reihe von internationalen, erstklassigen Solisten für dieses Konzert. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen als ersten einen nennen darf, den ich schon vor 30 Jahren, vor länger als 30 Jahren, in Woodstock miterlebt habe als jungen Musiker. Er war bei Blood, Sweat & Tears und ist heute hier auf der Bühne. Sie werden ihn sehen und Sie werden ihn hören. Randy Brecker ist mit von der Partie. Aber auch die großen österreichischen Saxophonisten Martin Fuß, Thomas Kugi und Harry Sokal sind auf der Bühne. Der exzellente Gitarrist Robert Musenbichler spielt heute mit. Und es gibt natürlich auch Gesangsacts auf der Bühne, ganz klar. Zwei wunderschön anzusehende und noch viel schöner anzuhörende junge Damen sind mit von der Partie, nämlich Domino Blue und Jacqueline Patricio. Und last, aber wirklich not least, auch Kurt Ostbahn. So, und jetzt, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen sagen, dass es natürlich auch nach diesem Act noch weitergehen wird auf dieser Bühne bis tief in die Nacht hinein. Hoffentlich hat der alte Petrus, der schon ein bisschen alt geworden ist, weil er seine Stürme ganz unkoordiniert loszuschicken pflegt, ein Einsehen mit uns. Aber ich denke schon, es wird gehen. Es werden hervorragende Acts auf dieser Bühne laufen. Noch die Vereinigten Bühnen Wien mit ihrem Orchester. Das ist das zweite Orchester, das dann spielen wird und den Solisten. Und dann als besondere Überraschung, da sage ich jetzt nur den Namen Nathalie Choquette. Und wenn Sie ihn noch nicht kennen, bleiben Sie trotzdem hier, das wird eine ganz fantastische Überraschung für Sie werden. Vorläufig aber und jetzt für die nächsten 90 Minuten, meine Damen und Herren, Hypersax und das Wiener Jugendorchester.